So, bist du dann soweit? Klar, auf geht's. Und du bist dir sicher, dass das Rufus ist? Ganz sicher. Oder glaubst du ernsthaft, dass mehr von der Sorte rumlaufen? Na gut, du hast mich überzeugt. Ihr dürft rein. Lustige Idee. Ein Selbstporträt als Sparbüchse. Darlev, was lungerst du da rum? Und wo ist der Rest? Die machen gerade eine Vollversammlung. Eine was? Was soll denn das für eine Vollversammlung sein, so ganz ohne mich? Oder Janosch? Und du und Liebold seid doch auch hier. Wir sollen die Tür bewachen. Ist denn niemand von der alten Truppe bei der Vollversammlung? Das ist ein Skandal. Ich werde mir diesen sogenannten neuen General mal vorknöpfen. Das geht jetzt nicht. Der General will nicht gestört werden. Und was passiert, wenn der Organon angreift? Wird er nicht. Der Organon hat sich zurückgezogen. Also man kann über den Krieg sagen, was man will. Der Look ist einfach cool. Was muss ich tun, damit du mich reinlässt? Willst du einen gefälschten Ausweis? Soll ich dir Abführmittel ins Essen rühren? Das wäre der Klassiker. Es gäbe da schon eine Sache. Ich wusste es. Ich will eine größere Rolle. Bitte was? Naja, ich habe mir zur Vorbereitung für diesen Job viele Kriegsmusicals angesehen. Und derjenige, der das Tor bewacht, darf nicht mal im Chor mitsingen. Dabei habe ich einen hervorragenden Bariton. Ich könnte der besessene Oberst sein. Greift an, folgt meinem düsteren Blick. Mein Säbel ist gezückt, der Bart juckt wie verrückt. Nee, lass mal. Was soll das sein? Verzieh dich. Ich muss da jetzt... Gibt es nicht... Mit der richtigen Perücke könnte ich auch die weibliche Hauptrolle spielen. Wo bleibt er nur? Oh, weh um hier. Ich wünschte nur, er wäre hier. Selbst wenn er schwer verletzt ist und die Haut am Knochen labbert. Er die Schädeldecke abhat und den ganzen Tag nur sabbert. Nee, lass mal. Ich muss da jetzt... Gibt es nicht irgendwas... Ich könnte der undurchsichtige Schurke sein, der sich letztlich als Freund herausstellt. Er hat sich aus dem Staub gemacht, bei Nacht und Dämmerlicht. Doch mitten in der Schlacht kommt er wie aus dem Nichts. Wer hätte gedacht, was für ein guter Freund er ist? Tanz mit mir den Twist-Ending-Twist. Yeah. Nee, lass mal. Ich muss da... Gibt es nicht... Ich könnte der Undurchsicht... Ja, doch, mit wer Hans... Ich hab die Moneten. Die 5 Slotti? Nein, nein. Ich meinte, ich hab genug, um die Nukleinsäure zu kaufen. Unmöglich. 6 Slotti? Tatsache. Ich dachte nicht, dass es solche Mengen an Geld wirklich gibt. Jetzt muss ich nur noch irgendwie drankommen. Viel Spaß dabei. Du tanzt ja immer. Ich brauche hier. Ja, aber ist es das? Du könntest. Ja. Moment. Jetzt. Vergiss nicht. Was ist denn hier passiert? Wo ist Goal? Die Höhle hat uns ausgespuckt. Oli ist weggelaufen. Na, wenigstens ist euch nichts passiert. Aber Asti? Bitte wer? Den Namen Asti höre ich zum ersten Mal. Außerdem würde ich mich doch erinnern, wenn da noch ein drittes Balk gewesen wäre. Ich würde sagen, ihr seid vollzählig. Du und na, Dingens hier. Na, nicht weiter wichtig. Viel wichtiger ist ja,
Wo ist Goal? In den Unheil gelaufen. In den Tunnel da hinten? Ach, dann kann sie ja nicht weit sein. Du bleibst hier bei... Na, hier halt. Nicht Gretchen leine lassen. Das heißt alleine lassen. Mit A. Also wirklich. Goli! Mietz, mietz, put, put. Putti, putti, put. Goli. Schrott sei Dank. Warte, nicht bewegen. Ich komme jetzt da runter und rette dich. Keiner da. Harre aus! Keiner da. Harre aus! Dieses Duell werde ich sicher nicht durch den unfairen, sondern in einem fairen Kampf. Den kannst du gerne vorerst behalten. Die Gurbel für die Winde ist bereits richtig kalibriert. Was uns fehlt, ist das Seil. Ich habe eine Idee. Willst du mir etwa schon wieder einen Bandwurm anhängen? Viel besser. Du musst nur diese Rohrpostleitung da hinten mit diesem Schraubenzieher hier aufhalten. Und was soll das bitte bringen? Na, schau doch mal hin. Er sitzt genau in der Schussbahn. Und sobald eine Rohrpost des Weges kommt... Flumm. Das könnte sogar hinhauen. Vorausgesetzt natürlich, es kommt eine Rohrpost, bevor mir die Arme abfallen. Dafür werde ich schon sorgen. Ich bin gleich wieder da. Der Bandwurm könnte mit viel Fantasie und gut... Aber damit warte ich... Also eine...
Hey, stopp, 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 stopp! Ich wollte doch die Aufstiegscodes holen! Und das wirst du auch. Also, der andere, du. Die Wahl war einstimmig. Glückwunsch. Aber wie kommt das denn jetzt plötzlich zustande? Dein Doppelgänger hier hat Cowboy Dodo gerettet. Echt? Was? Gerettet? Eine Rohrpost hat mich am Kopf getroffen und ich wäre beinahe den Turm runtergefallen. Dein Doppelgänger ist ihm sofort reflexartig zur Hilfe gesprungen. Er ist ein wahrer Held. Du hattest vollkommen recht, Rufus. Ich muss mich entschuldigen. Meine Güte. Ich war sogar drauf und dran, dir körperlichen Schaden zuzufügen, um derjenige zu sein, der die Welt rettet. Bitte verzeih mir. Schon okay. Super. Dann ist das ja geklärt. Alles, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Seil. Na gut. Ich glaube, ich habe eine Art Seil gefunden. Den Bandwurm da? Vergiss es. Mag sein, dass sich dieser abgesattelte Westernheld da mit einem Bandwurm abseilen würde. Aber ich, ein Fachmann, brauche ein richtiges Seil. Kannst du nicht mal eine Ausnahme machen, damit unser Heimatplanet nicht in die Luft gesprengt wird und so? Nein. Ich muss immerhin darunter. Dann kann er doch wenigstens ein vernünftiges Seil besorgen, oder nicht? Freunde, Freunde, müssen wir wirklich immer noch über diese Ego-Sachen streiten? Wenn ich heute eine Sache gelernt habe... Oh bitte, keine Ansprache mehr. Ich tue ja alles, was ihr wollt. Mal gucken. So, ich muss ihn irgendwie darunter bekommen. Zu dumm, dass diese Winkel da nicht frei beweglich sind. Die drehen sich zwar mit, aber nur solange sie nicht blockiert werden. Ach egal, das wird schon... Blockiert. Scheiße. Nee. Nichts richtig machen? Es hat doch funktioniert. Also reg dich doch nicht so auf. Du klingst ja schon fast wie Cletus. Ich bin Cletus. Hä? Tja, Überraschung. Jeder Mensch mit dem Schulabschluss einer Amöbe abwärts hätte das natürlich sofort gemerkt. Aber nicht du. Du Dementer. Selten dämlicher. Ach, das lohnt sich nicht. Auch wenn die Zeit mit dir eine einzige Heimsuchung war. Ich habe die Aufstiegscodes. Und nun kann ich statt Argus das Hochboot betreten. Au revoir, mon ennemi. Boah, was hat der für eine fiese Charakter? Wenn ich nachgeguckt habe, was das heißt, gibt es richtig Ärger. Verdammte Scheiße. Selber Schuld, Drecksack. Aber bei aller Schadenfreude. Ich denke, wir sollten hier lieber schleunigst verschwinden, Janosch. Janosch? Ich zieh mich nicht um, wenn jemand... Ich bin nicht so ein... Nehmen die mich noch unter. So, so. Rebellenbefall in der Organon-Hauptverwaltung. Kann mir das irgendwer erklären? Das habe ich erwartet. Vor der Zelle antreten, sofort! Pff.
5 Rebellen und dieser Cletus. Wer übernimmt für diese ungeheuerliche Fehlleistung die Verantwortung? Appenbot? Ich, Herr Amtmann? Aber ich war doch die ganze Zeit bei Ihnen und habe Ihnen beim Einrücken auf das Hochboot geholfen. Widersprechen Sie mir etwa? Dafür werden Sie jetzt zum Kistenschleppen abkommandiert. Weggetreten! Aber... Weggetreten, sage ich! Ja, Herr Amtmann. So, noch jemand? Na los, nun ziert euch doch nicht so. Wer trägt die Verantwortung? Ich übernehme die Verantwortung, Herr Amtmann. Ich sollte unbedingt auch zum Kistenschleppen geschickt werden. Na sowas. Ein Organon mit Courage. Von dem könnt ihr euch alle meine Scheibe abschneiden. Na los, Soldat, treten Sie vor. Und zur Belohnung singen wir jetzt für unseren tapferen, vorbildlichen Kameraden die Organon-Hymne, bevor wir ihn dann feierlich vom Turm werfen. Organon! Was war das? Na was schon? Der Organon greift an. Ach du grüne Grütze. Leibold! Was denn? Der Organon greift an. Echt jetzt? Ja, Mann. Scheiße. Na los, an die Geschütze. Wie sieht's denn hier aus? Schwarz. Düster schwarz. Wie die Farbe von... Ach, egal. Sag mal, hast du getrunken? Lass ihn doch. Toni, dann hast du hier das Kommando. Nicht wirklich. Ja dann. Das bin dann wohl ich. Dad? Ich meine, Seagull? Das heißt jetzt General Seagull. Wie siehst du denn aus? Ich wurde angeschossen und bin ins rostrote Meer gestürzt. Dort hatte sich ein Hai an meinem Bein festgebissen. Zum Glück kam ein Wal und fraß den Hai. Allerdings mich auch. Im Walbauch kämpfte ich so lange mit dem Hai, bis der Wal einen giftigen Riesenkraken verschluckte, den er dann zusammen mit mir und dem Hai mitten im Scherbenmeer auswirkte. Das erklärt, wie du riechst, aber nicht, warum du General bist. Dein Vater hat einen Plan, Rufus. Hör ihn dir an. Im Gegensatz zu allem, was du versucht hast, wird dieser hier funktionieren. Ich platze vor Neugierde. Wir werden Elysium vom Himmel pusten. Und schon langweilig. Ich hab nämlich... Moment. Was wollt ihr? Aber das könnt ihr nicht tun. Doch, das können wir. Doc hat diese Kanone hier konstruiert. Und als Munition hat Tonys Einsatztruppe einen Organon-Planetenkiller ergattern können. Ich meine, das dürft ihr nicht tun. Das gehört sich nicht. Sie wissen doch nicht einmal, dass wir existieren. Und du willst es ihnen sagen, bevor sie uns in die Luft sprengen? Das war der Plan, ja. Und was, wenn ich fragen darf, machst du dann hier? Das ist kompliziert. Ich bin im Augenblick nicht nur hier, sondern gleichzeitig auch dabei, Goal zu retten. Während ich ebenfalls das letzte Hochboot so lange aufhalte, bis wir an Bord sind. Es stimmt. Er hat sich geklont. Na prima. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Gemein. Ich bin kein Unmensch, Rufus.
Du bekommst deine Chance, uns mit deiner Rettungsaktion zu verblüffen. Aber... Nein, nein. Es ist gut, Tony. Lass ihn ruhig noch einmal versagen. Wenn das letzte Hochboot ohne Goal ablegt, können wir Elysium immer noch sprengen. Was sagst du, Rufus? Vertraust du dir selbst genug, um meinem Vorschlag zuzustimmen? Ha! Worauf du wetten kannst. Was ist das? Die Rebellen greifen uns an! Los, Männer! In Gefechtsstellung! Genau, das ist die Gelegenheit, stiften zu gehen. Aber erst einmal raus aus diesen Klamotten. Puh, das war wohl die letzte Kiste. Der Warentransporter zum Hochboot kann vorerst ausgeschaltet werden. Und jetzt schaue ich mir etwas Cowboy Dodo an. Das ist die obere Aufstiegsstation. Irgendwo da oben wartet das letzte Hochboot nach Elysium. Aber nicht mehr lange. Ich muss mich sputen. Bot hat dieses Fass hier vergessen. Das liegt wohl daran, dass das Etikett mit dem Bestimmungsort fehlt. Oppenbot hat die... Das liegt wohl... Huhu. Oh, keiner da. Bot zieht sich allen Ernstes dieses Cowboy-Dodo-Gedudel rein. Und das, obwohl er doch inzwischen mitbekommen haben sollte, dass der live einfach nichts drauf hat. Bot zieht sich allen Ernstes dieses Cowboy-Dodo-Gedudel rein. Und das, obwohl er doch inzwischen mitbekommen haben sollte, dass der live einfach nichts drauf hat. Ich mache ihn lieber nicht auf mich aufmerksam. Er ist zwar nur ein nutzloser Mülleimer, aber immerhin ein nutzloser Mülleimer im Dienste des Organon. Er würde mich sofort an Argus verpetzen. Was machst du denn da unten? Na, was schon? Ich mach die ganze Arbeit. Da lachen ja die Hühner. Und? Hast du Argus stoppen können? Ist in Arbeit. Und du?
Hast du Gold schon wieder groß gekriegt? Kurz davor. Sag Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Von dir? Träum weiter. Andersrum wird wohl eher ein Schuh draus. Siegal erwartet, dass ich irgendwas Dummes mache. Aber den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Und? Wo ist jetzt die angekündigte Rettung in letzter Sekunde? Immer mit der Ruhe. Noch ist Zeit. Du zitterst. Mir ist nur kalt. Wozu? Sie wird ja doch nicht auf mich hören. Sie hat mir noch nie was zugetraut. Sie steht auf Siegals Seite. Von der ist keine Hilfe zu erwarten. Und? Immer mit... Ich fass es ja nicht. Doc arbeitet für Siegal. Dieser Verräter. Doc, komm zu dir. Es tut mir leid, Rufus. Siegal hat recht. Das hier ist unsere letzte Chance. Nicht einmal er hilft mir noch. Ich bin auf mich allein gestellt. Ich weiß nicht, Rufus. Ich finde, Siegal hat einen Punkt. Siegal erwartet, dass ich irgendwas Dummes mache. Aber den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Ein Stecker? Kann es sein, dass... Nein. Ne? Siegal erwartet... Nicht einmal ich. Ich bin Doc. Von dem kann... Sie steht... Siegal, aber... Siegal, aber... Sie steht... Doc und nicht ein... Das erledige ich lieber allein. Wohl soll wissen, welcher Rufus sie gerettet hat. Eilfracht nach Elysium. Porto bezahlt Empfänger. Ist da jemand? Hallo? Na sowas. Da ist ja doch noch ein Fass nach Elysium. Das sollte ich schleunigst wegtransportieren. Auch wenn ich mich frage, wozu der Herr Amtmann auf Elysium ein ganzes Fass voller Blutegel benötigt. Paul, nein!
Na dann, halt aus, Goal! Ich bin unterwegs! So, das muss jetzt aber endgültig das letzte Fass gewesen sein. Der Herr Amtmann wird sich freuen. Am besten erstatte ich ihm sofort Bericht. Ach, war das ekelig. Aber es hat sich gelohnt. Ich bin zu guter Letzt am Aufstiegszoll angelangt. Und meine alte Blutvergiftung bin ich auch endlich losgeworden. Aber nun, freie Bahn zu den Aufstiegscodes.